Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 2016 mit dem S04. Letztes Spiel gar nicht mal so schlecht gespielt. Gab kein Eigentor. Ja, das ist ja schon mal etwas, ne? Ja, kleiner Fortschritt. Fortschritt auf jeden Fall. Ein bisschen umgestellt, Seb hat jetzt auf jeden Fall einen Standplatz und Huntelaar hat seine letzte Chance, doch mal den Standplatz zu sichern. Alle haben zwei Tore geschossen, außer Huntelaar nicht. Der hat's verpatzt. So, Halbfinale gegen Saint-Étienne. So, mal gucken. Ja, komm, die dürfen grün. Da wir in Frankreich spielen, sind die ja letztendlich heim. Macht ja jetzt keinen Unterschied, wo in Frankreich. Hauptsache, wir spielen in Frankreich. Ja. Soweit bin ich zufrieden. Sein fortgeschrittenes Schießen. Okay. So eine halbe Stunde danach. Ah, okay. Fällt dann mal die Wand um. Wer auf jeden Fall was gemeint ist. Willst du mal versuchen? Ja. Ach, falsche Taste. Daneben. Versuche ich nochmal. Achso, ich glaube es nicht. Lass den Ball aber auch bis zum Ende ausrollen. Könnte ja sein, dass der doch noch da landet, ne? Geht wohl. Der Schalker. Und da bekommen wir die Aufstellung von Saint-Étienne eingeblendet. Zwei auf Außen bedeutet bei Ihnen heute, Sie spielen im 4-3-3. Oh, es regnet. Das kann schon eklig sein. Drei Torvorlagen bereits. Drei Torvorlagen, das war ja auch immer. Mit Santo bin ich zufrieden, mit Huntelaar überhaupt nicht. Ja. Wollen wir mal gucken, wenn es regnet. Wie das hier im Gameplay war, was für eine Auswirkung macht. Spieler scheinbar auf jeden Fall nicht mehr zu gucken. Also, so, jetzt mal.
Nee, ich bin gespannt, ob man die immer noch gewinnt. Ja, tut man. Ja. Ja. Ey, der Hund, der hat nicht. Schon, aber ich zähle das jetzt nicht wirklich. Nee. Das hätte sogar Fährmann schießen können. Stimmt wohl. Die letzten zwei Elfmeter hat Huntelaar Welt übrigens verschossen und hat jetzt absolutes Meterverbot. Aha. Okay. Kann ich mir nachher sogar zeigen. Ich würde mal sagen, selber schuld mit dieser Aktion. Hm. Was auch immer, keine Ahnung. Oh. Controller hier, das merkt man gerade. Diese Tasten. Wie gesagt, die Spieler neigen zur Blindung. Mann, die bist so riesig, ne? Ja. Der Ball im Seitenhaus. Und nee, Paket. Wie bieten sich an? Er geht vorbei am Verteidiger. Tamuma! Super gemacht vom Torwart. Also ich muss sagen, die Torhüter hauen schon viel mehr rein, ey. Aber da war doch hier auch ein Update für, ne? Ja. Dass irgendwie die Torhüter jetzt viel stärker sein sollen. Laufen wir rum mit. Komm mal schön nach unten. Jetzt der Hunter! Tor! Ganz stark gemacht! Jetzt hat jeder zweite. Ja. Auch Huntelaar. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Er steht gut. 2:0. Das dürfte ihm Ruhe geben. Trikot mal 25 Minuten. Das ist Huntelaar. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Okay. Das war leicht merkwürdig. Aber gut. Das gibt Abstoß. Mal gucken. Komm. Lass es. Ja, komm. Mach halt noch offensichtlicher. Alter Schwede. Das ist echt ein anderes Spiel wieder, finde ich. Also. Gerade die Torhüter. Ja, da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Ja, kein richtiger
der silberne Haare gehabt. Der ist auch silberne Haare. Oder nicht? Du am Ball bist? Lord. Okay. Mathe Kulm. Ja, das ist das Problem von mir. Das Blau, das ist zwischendurch mal echt schlecht zu sehen. Das, was? Das Blau ist echt zwischendurch extrem schlecht zu sehen. Okay. Ab und zu. Ich meine, in den meisten Fällen sieht man, so wie jetzt sieht man es ja perfekt, aber an manchen Stellen. Ja, das sind halt Sims. Diesen Ding mit Pinöckeln oben drauf. Wie kann man sowas verschießen? Jetzt mal ohne Spaß. Ja, gut. Ich bin der Meinung, wir spielen so weiter. Jo. So spielen wir weiter am besten. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Kann weitergehen. Zweite Hälfte läuft. In Kürze wissen wir also, wer sich hier durchsetzen und ins Finale einziehen kann. Super Flanke. Da passt er auf. Ball geklärt. Tolle Flanke. Gut aufgepasst. Er hat die Flanke. Eine gute Idee, eigentlich. So, komm. Hünteler. Ach. Ach. Gib da erstmal noch gelbe Karte. Du hast Weißschuss-Spray gegeben. Ist okay. So, Buschig, Sebastian Hünteler. Ja, die Führung haben sie auch ihm und seine Tore zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung. Diego, klasse Versuch, ganz knapp nicht drin. Okay, nur Diego hat noch kein Tor. Stimmt. Und der kommt weitergespielt. So, komm. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ja, meine Güte. Das kann man nicht angehen. Irgendwie kommt mir das echt ein bisschen merkwürdig vor, zwischendurch. Gerade noch. Ganz scharfe Hereingabe. Jetzt Diego. Da ist der Ball weg. Komm, Ball. Oh. Alter. Sowas müssen wir auch noch machen. Müssen wir alles noch lernen. Da fängt er die Flanke ab. Na komm. Ja, komm, wir kommen gar nicht mehr an den Ball oder was? Bastian Schweinsteiger.
zu Manchester United gewechselt und verlässt Bayern München. Ja, jetzt redet er über Schweinsteiger. Das heißt Tschech mit Schweinsteiger. Gut, zweimal Tschech. Ja, ist okay. Das ist doch. Gut gespielt. Nichts da. Hat er sich von den Verteidigern irritieren lassen und überhastet abgeschlossen. Also die Torhüter gefallen mir echt. Die sind super. Was? Da wird erstmal wieder umgehauen. Was ein Müll. Und bei der nächsten Unterbrechung kommt der Wechsel. Der neue Mann steht schon bereit. Jetzt ist er auf und jetzt schießt er. Guter Schuss, knapp vorbei am Tor. Der Schuster wird dann schon extrem schlecht, ne? Hä? Die Chance zu verhalten wird schon extrem schlecht. Ja. Das ist hier halbes Tennis, um ehrlich zu sein. Schussverwertung ist echt grausam. So viele Ecken und Abstöße, das ist schon ziemlich heftig. What? Alter, will ich rauswerfen. Okay, die spielen uns hier mega aus. Was soll denn der Bullshit? Gut, die Santo kann auch nicht mehr. Das kann fast niemand mehr. Aber das Spiel ist ja jetzt eh vorbei. Ja. Ey, ganz ehrlich, sarkastisches Klatschen. Boah, ey, dafür würde ich slappen, Alter. Da würde ich als Trainer den Spieler erstmal vom Feld nehmen und dann slappen. Einfach nur slappen. Selbst schuld. Junior Garcia. Was denn? Erstes Tor. Ganz ehrlich, das ist eigentlich letztendlich der Slap jetzt für die. Ja. Ey, wie wenn so eine Chance kann nicht nutzt, dann. Ey, ich meine, das war nicht die erste, ne? Die haben alle öfter so eine Scheiße gemacht. Idioten. Die bombardieren uns zwar, aber man. Stuttgart, ne? Keine Ahnung. Guck's erstmal an. Heftig. Ja. Maestro im Finale. Die ersten, die wirklich hart waren irgendwie. Ey, sehr froh, nicht Newcastle. Die werden noch schlimmer. Ja. Pokalfinale, recht. Pressekonferenz. Ja, komm. Wir loben erstmal. 3,7 Millionen. Geht doch mit dem Geld. Gut. Ich würde mal sagen, das war's erstmal. Dann gibt's als nächstes wieder Transfergedöns. Bis zum nächsten Part von FIFA 2016. Haut rein!